Ja, da treffe ich doch gerade den Dustin wieder, der ein bisschen Feuerholz organisiert. Auf jeden Fall nochmal ein netter Smalltalk. Er meinte jetzt, ist eine gute Zeit zum Starten. Morgen wird sehr, sehr schön. War auf jeden Fall toll, sich nochmal zu bedanken für das Abenteuer gestern. Ja, ich bin jetzt an der Stelle, wo man in den Fluss fahren kann. Ich betone kann. Das war die Stelle, die ich gestern zuerst angesehen hatte. Und da habe ich gedacht, nie und nimmer. Also einerseits geht es da hier doch schon so weit runter, da setze ich mit hoher Sicherheit auf. Es ist sichergestellt, da komme ich auch gar nicht mehr hoch. Es ist so tief, ich kann überhaupt nicht auf den Grund gucken. Also wer hier reinfährt, der muss schon ein Ding an der Waffe haben. Ich hatte ja gerade das dann nochmal getroffen. Wir haben das nochmal kurz aufgearbeitet. Eine weiter reinfahren und dann zeige ich euch mal die Stelle und die werden. Hier sind wir an der richtigen Stelle. Es geht hier doch weit harmonischer in den Fremont River rein. Man muss auch gleich rechtsbündig bleiben. Und erst am Ende einen scharfen 90-Grad-Knick. Also hier sind auch keine großen Steine im Weg. Zumindest mit dem Quad wurde es mir so erklärt. Ich habe mich auch belesen gehabt vorher. Aber ganz ehrlich, es ist ein Abenteuer, ist keiner da. Der gute Dustin war gestern, gestern war das. Tagsüber 6 Stunden in dem Gelände. Er meinte, er hat 3 Autos gesehen. Das ist die Frage. Also das muss gut gehen und ich denke, es wird auch gut gehen.
bin ich raus. Man sieht schon den Highway 24. Bin auch hin und her gerissen. Der erste Teil hat mir nicht so gefallen. Die Hartnett Road, da ist zwar das Rüberdurchfahren schön, aber ehrlich gesagt fuhr sich die recht mühsam und auch recht langsam, nur hat jetzt auch nicht so eine Highlights, aber hier Caneville Wash Road, um den Loop zu schließen, die gefällt mir richtig gut, also mit der Wolkenstimmung, ich weiß auch nicht. Also was habe ich auch noch nicht gesehen. Vor allem ist es nicht mal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Es ist den ganzen Mittag. Aber wie gesagt, nochmal fahren würde ich es glaube ich nicht. Dafür hat es mich einfach zu wenig beeindruckt, weil immerhin reden wir auch hier über 50 Meilen Gravel und da sind auch einige Passagen so felsig. Das ist echt mühsam.